Maps ist eine Kartografieplattform, die Stadtpläne und Landkarten der ganzen Welt in den verschiedensten Datenformaten zur Einbindung in Webseiten oder für den hochaufgelösten Druck zur Verfügung stellt. Der große Unterschied zu den Karten der großen Wettbewerber ist dabei in erster Linie das Design. Das heißt, wir designen eine Karte nach dem Gesichtspunkt, dass Standorte unserer Kunden, Flächen unserer Kunden optimal in der Karte zur Geltung kommen. Wir bieten das dann über verschiedene Schnittstellen an, über eine Programmierschnittstelle und über grafische Interfaces für Benutzer. Mit www.maps.com haben wir sozusagen ein Portal, was als Selbstbedienungsladen für Karten auch bezeichnet werden könnte, ins Leben gerufen. Auf maps.com kann man sich weltweit die Karte, die man benötigt, auf den Bildschirm rufen, kann das Format angeben, in welchem man diese Karte später abbilden möchte, Standorte automatisiert in der Karte setzen, Farben verändern, die Dinge dann in verschiedene Medien zugänglich machen, sodass letztendlich die Daten nicht nur online auf irgendeiner Website genutzt werden können, wie Sie das von allen anderen kennen, sondern wir können tatsächlich hingehen und die ein und dieselbe Karte auch für Print ausgeben, wo also eine höhere Auflösung notwendig ist und wo entsprechend dann auch im Druck die Karten gestochen scharf herauskommen. Das können nicht viele andere. Und insofern haben wir uns mit vielen Entwicklungen und Investitionen mittlerweile so ein kleines Alleinstellungsmerkmal geschaffen, wo in Kombination mit den Nutzungsrechten, wie wir sie vergeben, tatsächlich alle die Kunden für uns relevant sind, die sowohl online als auch im Printbereich Karten in irgendeiner Form nutzen möchten. Sämtliche Kartendaten liegen bei uns in Deutschland. Das ist für die Kartografie vielleicht erstmal nicht ganz so wichtig, wird aber ganz entscheidend, wenn wir auch Kundendaten mit unseren Karten entsprechend verschmelzen. Das heißt, wir können Kundenstandorte in den Karten entsprechend darstellen. Es könnte sogar so sein, dass sie uns einfach eine Excel-Tabelle liefern, wir die automatisiert geokodieren und dann in der Karte die Standorte ortsgetreu aufgezeigt werden, sodass die jeder nachvollziehen kann. Unsere mächtigsten Tools sind eigentlich unsere APIs, also unsere Programmierschnittstellen. Damit kann man als Entwickler mit wenigen Zeilen Programmcode völlig automatisch Tausende von Karten erstellen. Ein gutes Beispiel für die Anwendung dieser APIs sind zum Beispiel Hotels in Berlin. Möchte man für 50 Hotels Anfahrtskizzen erstellen, so dauert das mit unserer API nur etwa 7 Minuten. Vergleicht man das mit einem Aufwand, der früher zum Beispiel für die Anfertigung von Reiseführern erforderlich war, dann erkennt man ganz schnell, was für ein Potenzial in dieser Technologie steckt. Was macht das Portal maps.com anders, als es andere Anbieter wie Google Maps oder OpenStreetMap oder sonstige Portale anbieten? Es ist relativ einfach gesagt. Wir werden an Google Maps in der Fülle der Informationen, die in der Karte enthalten sind, niemals drankommen. Was wir aber wesentlich besser können, ist, dass wir Ihnen ein verbrieftes Nutzungsrecht für einen bestimmten Nutzenaspekt mit an die Hand geben. Wenn Sie schon mal versucht haben, klare Regeln, woanders, in welchem Rahmen Sie Karten nutzen dürfen oder eben nicht nutzen dürfen, für welche Auflagen produziert werden kann, zu kriegen und was letztendlich die Preise dafür sind, können Sie sich darauf einstellen, dass diese Antworten nicht immer leicht zu erhalten sind. Auch ist es so, dass sämtliche Karten von Google Maps in einer Auflösung bis 200 dpi zur Verfügung stehen. Das heißt, eigentlich für den professionellen Offsetdruck nicht geeignet sind. Und das ist das, was wir besonders gut können. Wir können Ihnen Nutzungsrechte an die Hand geben mit hochauflösenden Daten, sowohl für Druck als auch online von einer und derselben Karte.